Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes, uns väterlich, mütterlich nahe, die Gemeinschaft im Heiligen Geist sei mit euch. Laetare Jerusalem, dieses lateinische Wort aus dem Eröffnungsvers zum heutigen Gottesdienst, gibt dem vierten Sonntag der Fastenzeit seinen Namen. Freue dich mit Jerusalem. Seid fröhlich zusammen mit ihr, alle, die ihr traurig wart. Freut euch und trinkt euch satt an ihrer tröstenden Brust. Der Sonntag Laetare markiert die Mitte der Fastenzeit und verfügt über einen fröhlichen und gleichzeitig tröstlichen Charakter. Das kommt auch in der liturgischen Farbe zum Ausdruck rosa. An diesem Tag, an dem sonst in der Fastenzeit das Violett gängig ist. Auf diese Weise scheint heute schon das österliche Weiß durch. Liebstadt, die Liebe abstatten von ganzem Herzen, das ist in dieser schwierigen Situation wichtiger denn je und auch darum bitten wir um die Gnade Gottes. Oh, Lord,
Christus hat uns eingeladen, uns hier zu versammeln, in der Kirche und zu Hause vor den Fernsehgeräten. Er lädt uns dazu ein, jetzt auf sein Wort hinzuhören, Eucharistie zu feiern, das heißt, Danke zu sagen und geistlich zu kommunizieren, die Kommunion zu empfangen, wozu wir auch eingeladen sind. Herr Jesus Christus, du schenkst Licht in der Finsternis der Welt. Herr, erbarme dich unser. Herr Jesus Christus, du wirkst Gottes Heil in dem, wo wir unheil sind. Christus, erbarme dich unser. Herr Jesus Christus, du reißt uns heraus aus Hoffnungslosigkeit. Herr, erbarme dich unser. Du bist unsere Hoffnung, unsere Freude, unsere Stärke und unser Licht. Meine Hoffnung und meine Freude, meine Stärke, mein Licht, Christus meine Zuversicht, auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht, auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht. Meine Hoffnung und meine Stärke, meine Freude, mein Licht, Christus meine Zuversicht, auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht, auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht. Wir wollen beten. Gott, du hast deinen Sohn gesandt als das Licht der Welt. Öffne unsere Augen und unsere Herzen für seine heilende Nähe und lass uns die Bedürfnisse unserer Mitmenschen erkennen. Durch Christus, unseren Bruder und Herrn. Amen. Lesung aus dem ersten Buch Samuel. In jenen Tagen sprach der Herr zu Samuel: Fülle dein und mach dich auf den Weg. Ich schicke dich zu der Bethlehemiter Israel, denn ich habe mir einen von seinen Söhnen als König ausersehen. Als Samuel den Elias sah, dachte er: Gewiss steht nun vor dem Herrn sein Gesalbter. Der Herr aber sagte zu Samuel: Sieh nicht auf sein Aussehen und seine stattliche Gestalt, denn ich habe ihn verworfen. Gott sieht nämlich nicht auf das, worauf der Mensch sieht. Der Mensch sieht, was vor den Augen ist, der Herr aber sieht das Herz. So ließ Isai sieben seiner Söhne vor Samuel treten. Aber Samuel sagte zu Isai: Diese hat der Herr nicht erlebt.
Und er fragte Israel: Sind das alle jungen Männer? Er antwortete: Der Jüngste fehlt, aber der hütet gerade die Schafe. Samuel sagte zu Israel: Schick jemanden hin und lass ihn ruhen. Wir wollen uns nicht zum Mahl setzen, bevor er getrunken ist. Israel schickte also jemanden hin und ließ ihn kommen. David war glücklich, hatte schöne Augen und eine schöne Gestalt. Da sagte der Herr: Auf, salbe ihn, denn er ist es. Samuel nahm das Feuer mit dem Öl und salbte David mitten unter seinen Hüten. Und der Geist des Herrn war bei David von diesem Tag an. Wort des lebendigen Gottes. Amen.
Wahrheit hervor. Prüft, was dem Herrn gefällt, und habt nichts gemein mit den Werken der Finsternis, die keine Frucht bringen, deckt sie vielmehr auf. Denn von dem, was sie heimlich tun, auch nur zu reden, ist schändlich. Alles, was aufgedeckt ist, wird vom Licht erleuchtet. Denn alles Erleuchtete ist Licht. Deshalb heißt es, wach auf, du Schläfer, und steh auf von den Toten, und Christus wird dein Licht sein. Wort des lebendigen Gottes. Amen. Auf die Pharisäer fragten ihn,
wie er sehend geworden sei. Er antwortete ihnen: Er legte mir einen Teig auf die Augen und ich wusch mich und jetzt sehe ich. Einige der Pharisäer sagten: Dieser Mensch ist nicht von Gott, weil er den Sabbat nicht hält. Andere aber sagten: Wie kann ein sündiger Mensch solche Zeichen tun? Und so entstand eine Spaltung unter ihnen. Da fragten sie den Blinden noch einmal: Was sagst du selbst über ihn? Er hat doch deine Augen geöffnet. Der Mann sagte: Er ist ein Prophet. Die Juden aber wollten nicht glauben, dass er blind gewesen und sehend geworden war. Daher riefen sie die Eltern des von der Blindheit Geheilten und fragten sie: Ist das euer Sohn, von dem ihr sagt, dass er blind geboren wurde? Wie kommt es, dass er jetzt sieht? Seine Eltern antworteten: Wir wissen, dass er unser Sohn ist und dass er blind geboren wurde. Wie es kommt, dass er jetzt sieht, das wissen wir nicht. Und wer seine Augen geöffnet hat, das wissen wir auch nicht. Fragt doch ihn selbst, er ist alt genug und kann selbst für sich sprechen. Da sagten seine Eltern, weil sie sich vor den Juden fürchteten, denn die Juden hatten schon beschlossen, jeden, der ihn als den Christus bekenne, aus der Synagoge auszustoßen. Deswegen sagten seine Eltern: Er ist alt genug, fragt ihn selbst. Da riefen die Pharisäer den Mann, der blind gewesen war, zum zweiten Mal und sagten zu ihm: Gib Gott die Ehre, wir wissen, dass dieser Mensch ein Sünder ist. Er antwortete: Ob er ein Sünder ist, weiß ich nicht. Nur das eine weiß ich, dass ich blind war und jetzt sehe. Sie fragten ihn: Was hat er mit dir gemacht? Wie hat er deine Augen geöffnet? Er antwortete ihnen: Ich habe es euch bereits gesagt, aber ihr habt nicht gehört. Warum wollt ihr es noch einmal hören? Wollt etwa auch ihr seine Jünger werden? Da beschimpften sie ihn: Du bist ein Jünger dieses Menschen, wir aber sind Jünger des Moses. Wir wissen, dass zu Mose Gott gesprochen hat, aber von dem dann wissen wir nicht, woher er kommt. Der Mensch antwortete ihnen: Darin liegt ja das Erstaunliche, dass er nicht wisst, woher er kommt. Dabei hat er doch meine Augen geöffnet. Wir wissen, dass Gott Sünder nicht erhört. Wer aber Gott fürchtet und seinen Willen tut, den erhört er. Noch nie hat man gehört, dass jemand die Augen eines Blindgeborenen geöffnet hat. Wenn dieser nicht von Gott wäre, dann hätte er gewiss nichts ausrichten können. Sie entgegneten ihm: Du bist ganz und gar in Sünden geboren und du willst uns belehren? Und sie stießen ihn hinaus. Jesus hörte, dass sie ihn hinausgestoßen hatten, und als er ihn traf, sagte er zu ihm: Glaubst du an den Menschensohn? Da antwortete jener und sagte: Wer ist das, Herr, damit ich an ihn glaube? Jesus sagte zu ihm: Du hast ihn bereits gesehen. Er, der mit dir redet, ist es. Er aber sagte: Ich glaube, Herr. Und er warf sich vor ihm nieder. Da sprach Jesus: Um zu richten, bin ich in diese Welt gekommen, damit die Nichtsehenden sehen und die Sehenden blind werden.
Einige Pharisäer, die bei ihm waren, hörten dies und sie fragten ihn: Sind etwa auch wir blind? Jesus sagte zu ihnen: Wenn ihr blind wärt, hättet ihr keine Sünde. Jetzt aber sagt ihr: Wir sehen. Darum bleibt euch eure Sünde. Evangelium, frohe Botschaft unseres Herrn Jesus Christus. Los sei dir, Christus. Schwestern und Brüder, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Sigmund Freud erzählt von einem kleinen Mädchen. Es ist zum ersten Mal bei einer Tante zu Besuch. Am ersten Tag nach dem Zubettgehen liegt es im dunklen Schlafzimmer und ruft: Tante, sag was, ich habe Angst, es ist so dunkel hier. Darauf antwortet die Tante: Warum denn soll ich etwas sagen, es bleibt ja doch dunkel im Schlafzimmer. Nein, ruft das Kind, wenn jemand spricht, wird es hell. Das ist die wunderbare Wirkung eines gesprochenen Wortes. Es wird hell. Die Finsternis wird wie Licht. Vielleicht hat auch deswegen Israels Oberrabbiner Yitzhak Yosef die Jüdinnen und Juden dazu aufgerufen, während der Corona-Krise auch am Sabbat oder auf Hebräisch am Schabbat ihre Mobiltelefone eingeschaltet zu lassen. Die Nutzung elektronischer Geräte ist ihnen ja am jüdischen Ruhetag an sich verboten. Der Rabbi begründet dies mit der jüdischen Pflicht zur Rettung gefährdeten Lebens. Derzeit ist jeden Tag Schabbat. Wenn ich etwa Bilder von den menschenleeren Gassen in der Jerusalemer Altstadt sehe. Als wir vor einem Monat dort waren, da gab es kaum ein Durchkommen. So groß war das Gewurl. Und auch bei uns jeden Tag Schabbat. Wenn ich aus meinem Büro auf den menschenleeren Auböckplatz und in die Pfarrgasse schaue. Gib mir die richtigen Worte. Gib mir den richtigen Ton, singen wir in einem neuen geistlichen Lied. Die richtigen Worte, der richtige Ton kann Leben retten. In der Kommunikation untereinander und in der Beziehung zum Göttlichen, das zwar nicht eine Person ist wie du und ich, aber doch persönlich ansprechbar ist, sodass wir etwa vor dem Empfang der Heiligen Kommunion beten können: Herr, sprich nur ein einziges Wort, so wird meine Seele gesund. Ein einziges Wort aus dem Mund des Herrn, im Glauben gehört, vertrauensvoll angenommen, heilt aus der existenziellen Verzweiflung, beruhigt die Angst. Aus meiner Selbsterfahrung und aus meiner Erfahrung als Seelsorger weiß ich, dass hinter vielen, was Menschen so tun und lassen, hinter vielen Handlungen von Menschen, die oft auch schräg daherkommen, schwer verständlich, anstößig, dahinter steckt oft eine existenzielle, eine tiefe Angst. Und jede Umkehr beginnt nicht mit moralischen Appellen, du musst, du sollst, mit dem erhobenen Zeigefinger, sondern mit dem Bewusstmachen und mit dem Heilen dieser Angst. Oder auch mit einem Weckruf, wie beim Apostel Paulus in seinem Brief an die Christen in Ephesus: Wach auf, du Schläfer, und steh auf von den Toten. Steh auf aus der Angst, die eng macht, aus der Verkrümmung in sich selbst, und Christus wird dein Licht sein. Oder auch, wie wir es gehört haben: Einst war dir Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht im Herrn, im Herrn. Also in einer vertrauensvollen Beziehung zu diesem Jesus Christus beruhigt sich die Angst. Ich habe am Donnerstag nicht nur an den heiligen Josef gedacht, sondern auch an den seligen Marcel Callot, der am 19. März 1945 im Lager Gusen zu Tode gebracht wurde, im 24. Lebensjahr. Meine ehemalige Linzer Pfarre trägt seinen Namen, und er hat einmal einen Brief
seinen Eltern in Rennes in Frankreich geschrieben, wo er sagt: Glücklicherweise gibt es einen Freund, der mich nicht einen einzigen Augenblick verlässt und der mir auch in leidvollen und in bedrückenden Situationen, der mich aufrichtet und tröstet. Und er meint, Christus, dieser junge Mensch, dieser junge Buchdrucker, wer ist dieser Jesus für dich, für sie, für mich? In der Stadtpfarrkirche haben wir eine Vitrine zu diesem Thema gestaltet. Du kannst deine Antwort auf einen Zettel schreiben und auf einer kleinen Ziegelmauer befestigen. Und was lese ich dort derzeit? Jesus ist für mich die Tankstelle. Die Liebe, die durch mich wirkt, um die Menschen, die mich umgeben und darüber hinaus lieben zu können. Jesus ist für mich ein guter Hirte und der Freund der Ausgestoßenen. So wie im Evangelium, dieser bettelnde Blindgeborene, ein Ausgestoßener von Geburt an. Und während alle anderen noch diskutieren und analysieren, nach Ursachen für seine Krankheit suchen, die Schuld, den Schuldigen suchen, das ist ja die Lieblingsbeschäftigung vieler Leute zu allen Zeiten. Wer hat Schuld? Also während noch viel diskutiert wird, nimmt Jesus ihn persönlich wahr, geht nicht an ihm vorbei, sondern geht auf ihn zu und heilt ihn. Wie er es tut, mag ungewöhnlich erscheinen und wäre derzeit auch nicht ratsam. Er vermischt Speichel aus seinem Mund mit Staub von der Erde und streicht den Teig dem Blinden auf die Augen. In der Bildsprache der Bibel bedeutet das, der Mensch Adam ist aus dem Staub der Erde geformt worden und Gott hat ihm mit seinem Mund den Atem eingehaucht, den Lebensodem. Und was den Menschen hervorgebracht hat, das kann ihn auch am Leben halten. Die Erde und der Mund, der Atem, der Geist Gottes und das Wasser. Immer wieder werden wir in diesen Tagen zum Händewaschen aufgefordert. Die reinigende, die heilsame Kraft des Wassers. Geh und wasch dich in dem Teich Schiloach. Und das heißt übersetzt, der Gesandte. Gott bewirkt durch seinen Gesandten Jesus und mit den Elementen Erde, Wasser und Luft Heilung. Er schenkt dem Blindgeborenen das Augenlicht und das Licht des Glaubens. Am Ende eines wohl längeren Prozesses kann der Blindgeborene bekennen: Ich glaube, Herr. Er ist aufgewacht. Christus ist sein Licht geworden. Amen. Thank you.
Herr Jesus Christus, du Licht in der Finsternis unserer Welt, an dich wenden wir uns in dieser schwierigen Zeit und bitten dich mit den Worten: Christus, Licht der Welt, erleuchte uns. Wenn Menschen krank sind, dann schenke ihnen das Licht der Heilung. Christus, Licht der Welt, erleuchte uns. Wenn Menschen in diesen Tagen einsam sind, dann schenke ihnen das Licht von Menschen, die sich dir annehmen. Christus, Licht der Welt, erleuchte uns. Wenn Familien an ihre Grenzen stoßen, dann schenke ihnen das Licht der Geduld. Christus, Licht der Welt, erleuchte uns. Wenn Kinder und Jugendliche in diesen Tagen auf Freunde verzichten müssen, dann schenke ihnen das Licht der Fantasie. Christus, Licht der Welt, erleuchte uns. Wenn Menschen sich nur auf Äußeres festlegen und blind sind für das Innere, dann öffne ihnen die Augen für das Licht des Herzens. Christus, Licht der Welt, erleuchte uns. Wenn Menschen in diesen Tagen darunter leiden, dass sie nicht am Gottesdienst in der Kirche teilnehmen können, dann schenke ihnen die Erfahrung des Lichtes deiner Gegenwart. Christus, Licht der Welt, erleuchte uns. Wenn wir dir all unsere lieben Verstorbenen anvertrauen, dann führe sie zum Licht des ewigen Lebens. Christus, Licht der Welt, erleuchte uns. Gott, unser Vater, du hast uns Christus gesandt als das Licht der Welt. Lass uns als Kinder des Lichtes leben, heute, morgen und in alle Ewigkeit. Amen.
Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, du Brot des Lebens, du Herr und Meister, der du mir dienst, mir die Füße wäscht, erfülle auch mich mit deiner Liebe, durchdringe mich mit deiner Hingabe, stärke auch mich mit deinen Gaben, damit auch wir für andere, füreinander leben können und so Licht werden. Heute und an allen Tagen unseres Lebens. Amen. Der Herr ist mit euch. Erhebt die Herzen. Lasst uns danken dem Herrn, unserem Gott. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Vater im Himmel, zu danken und dein Erbarmen zu preisen. Denn jedes Jahr schenkst du uns die Gnade, das Osterfest in der Freude des Heiligen Geistes zu erwarten. Du mahnst uns in dieser Zeit zum Gebet und zu Werken der Liebe. Du rufst uns zur Feier der Geheimnisse, die in uns die Gnade göttlichen Lebens erneuern. So führst du uns mit geläutertem Herzen zur österlichen Freude und zur Fülle des Lebens durch Jesus Christus. Durch ihn rühmen wir deine Größe und vereinen uns mit den Chören der Engel zum Hochgesang von deiner göttlichen Herrlichkeit. Guter Gott, wir sind jetzt in der Fastenzeit vor dir versammelt. Wir glauben, dass du unter uns bist, wenn Menschen dir Raum geben, sich nicht zum Maß aller Dinge machen. So wie du uns das Leben geschenkt hast, gibst du uns Zeiten zur Besinnung und zum Fasten, damit wir dich und uns selbst nicht verlieren auf unserem Weg. So feiern wir jetzt das Mahl, wie es uns Jesus aufgetragen hat, in seinem Namen. In seinem Auftrag sind wir hier, um in Erinnerung an ihn das Brot zu brechen. Wir bitten um deinen Heiligen Geist, damit im Teilen des Brotes Jesus Christus unter uns gegenwärtig wird. Es war damals in der Nacht vor seinem Leiden. Im Wissen um den nahen und gewaltsamen Tod kam Jesus mit den Jüngerinnen und Jüngern zusammen, um von ihnen Abschied zu nehmen. In jener Nacht nahm er während des Essens Brot in seine Hände, dankte dafür, brach es und reichte es den Seinen mit den Worten: Nehmt und esst alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er in jener Nacht den Kelch mit Wein, dankte wiederum und reichte ihn den Seinen mit den Worten: Nehmt und trinkt alle daraus. Das ist der Kelch des immerwährenden Bundes, mein Blut,
das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden, tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Guter Gott, wir denken jetzt daran, wie Jesus Menschen begegnete. Er hat sie angenommen, wie sie waren, und sie zur Umkehr ermutigt. Obwohl von Frommen und Gelehrten angefeindet, hielt er daran fest, dass nicht Schuld, sondern Vergebung das letzte Wort hat. Deswegen musste er am Kreuz auf Golgatha sterben. Du aber bist ihm durch den Tod hindurch treu geblieben und hast ihn für immer in dein göttliches Leben aufgenommen. Guter Gott, wir bitten um den Heiligen Geist, damit wir zu unseren Fehlern und Schwächen stehen können. Schenke uns aber auch immer wieder den Mut, umzukehren. Gib uns die Kraft, neu zu beginnen. Vergib uns unsere Schuld, damit auch wir denen vergeben, die an uns schuldig geworden sind. Um den Geist der Umkehr und der Vergebung bitten wir für die Kirche und für alle, die in ihr eine besondere Verantwortung tragen. Wir bitten für den Bischof von Rom, Papst Franziskus, unseren Bischof Manfred, alle Bischöfe der Kirche und die Verantwortlichen in den anderen christlichen Kirchen. Gedenke, guter Gott, all der Menschen, die uns nahe gestanden sind und der Tod uns entrissen hat. Besonders beten wir im Anliegen dieser Messe für Burgi Rotter und Elfriede Brucknerer, sowie für Herrn Brian O'Connell, der in dieser Woche aus unserer Pfarrgemeinde heimgegangen ist. Rechne den Verstorbenen nicht ihre Fehler an, sondern sieh auf das Gute, um das sie sich bemüht haben, und schenke ihnen für immer deine Gegenwart. Und selbst aber lass aus dem Glauben leben, dass das Wesentliche im Leben von dir geschenkt wird und nicht unser Werk ist. Nimm uns am Ende unserer Tage für immer auf in die selige Gemeinschaft mit dir, zusammen mit Maria, der Mutter Jesu, mit dem heiligen Josef, dem seligen Marcel Callot, dem heiligen Nikolaus, mit allen Heiligen, deren Namen wir tragen, mit denen wir dich loben und preisen, durch Jesus Christus, deinen Sohn und unseren Bruder. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Beten wir, wie Jesus uns beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Christus ist unser Friede, unsere Versöhnung. So bitten wir, Herr Jesus Christus, schau auf unser Leben, schau auf unsere Wunden, auf unsere Sünden. Schau auf den Glauben in deiner Kirche und schenke uns nach deinem Willen Heilung, Versöhnung und Frieden. Der Friede des Herrn ist jetzt und alle Zeit mit euch. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, gib uns deinen Frieden.
Christus ist in unserer Mitte, das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Der Herr salbte meine Augen, ich ging hin, wusch mich und wurde sehend und glaube an Gott. Thank you.
Lasst uns beten. Allmächtiger Gott, dein ewiges Wort ist das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet. Heile die Blindheit unseres Herzens, damit wir erkennen, was vor dir recht ist und dich aufrichtig lieben. Darum bitten wir durch Christus, unseren Bruder und Herrn. Amen. Der wöchentliche Gemeindebrief ist wie immer bei den Kirchenportalen mitzunehmen. Die Kirche ist ja die ganze Woche über offen und natürlich auch auf der Homepage unserer Pfarre zu finden. Ich möchte besonders auf das Angebot der öffentlichen Bibliothek unserer Pfarre hinweisen. Es gibt ein großes digitales Angebot von über 40.000 E-Medien auf www.media2go.at und es gibt seit gestern auch einen Bücherwagen in der Kirche, der regelmäßig mit Büchern und Zeitschriften bestückt wird, die man sich kostenlos ausleihen kann. Auch die Jungschar möchte mit den Kindern in Kontakt bleiben und richtet dafür einen WhatsApp-Broadcast ein. Und es gibt auch einen E-Mail-Verteiler. Dazu gibt es ebenfalls Informationen auf unserer Homepage bei der katholischen Jungschar. Die zu den üblichen Gottesdienstzeiten, das ist Montag und Mittwoch 19 Uhr, Dienstag, Donnerstag, Freitag und Samstag um 8 Uhr, bete ich hier in der Kirche Laudes bzw. Vesper und ich war noch nie alleine dabei, es war immer mindestens eine Person und höchstens fünf waren da, obwohl wir es nicht ausgemacht haben, so wie es momentan vorgeschlagen wird. Ja, und wir sind natürlich auch im Büro erreichbar die ganze Woche über und wenn das Büro nicht besetzt ist, wird das Telefon auf mich umgeschaltet. Das heißt, ihr könnt jederzeit mit mir Kontakt aufnehmen. Danke allen liturgischen Diensten, danke dem Schürstal-Dreigesang, sehr berührend, ist uns wirklich zu Herzen gegangen. Danke und allen eine gute Woche. Der Herr sei mit euch. Es segne und behüte uns alle Menschen, die in unserem Herzen einen ganz besonderen Platz haben. Aber auch die, die es momentan besonders schwer haben, die Einsamen, die kranken Menschen. Segne und behüte der dreieine Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Geht in Frieden. Dank sei Gott dem Herrn.